Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! In diesem Video dürftet ihr entscheiden, was wir animieren. Dabei sind wirklich verrückte Ideen entstanden. Wenn ihr uns weiterhin so tatkräftig unterstützen wollt, dann abonniert diesen Kanal, damit wir noch dieses Jahr die 200.000 Abonnenten knacken. Aber jetzt Ein Käfig voller Helden, das wäre bestimmt auch mal cool. Ich plane auch gerade so ein Käfig voller Helden Parodie für meine Cartoons. Dem Video. Ob es wirklich so kommt, weiß ich nicht. Morgen geht der Flug. Bis jetzt habe ich nur eine Szene. Uhr müssen wir am Bahnhof sein. Ach, Mutter! Halt doch deine Fresse! Ich mach gerade ein YouTube-Video! Sorry, Kevin allein zu Hause 2024. Süße! Mama, mach die Tür zu! Und nachdem wurde es erstmal Zeit, sich schlafen zu legen und sich zu resetten für den nächsten Tag. Ah, genau. Ja. 4.20 Uhr. Ich hab heute verschlafen. Schneller! Wenigstens hat der Wecker geklingelt. Was ein Stress am Morgen, ey. Halb Bock Angriff. Es geht los. Das sah wirklich wenig stressvoll aus. Ich hab Bock. Gibst du mir Mr. Beast Schokolade? Muss Mami sagen. Mami. Super. Geschafft, Leute. Wunderbar. Endlich. Was ist mit Kevin? Ich glaube, wir sind alle ziemlich fertig vom Flug und ich werde jetzt schlafen gehen. Guten Morgen. Hä? Bro. Das ist doch nicht deren Ernst, Junge. Also jetzt mal Real Talk so. Okay, warte. Gleich wird 4 Stunden lang WoW gezockt und Eistee gesoffen. Digga, geil. Jo, dann ist doch am besten, wenn du zu Hause geblieben vergessen wurdest. Ich möchte mit euch eine besondere Sache herausfinden. Meine Aufgabe wird sein, innerhalb von 24 Stunden einfach sowas von verdammt reich zu sein. Ich möchte alles, was irgendwie ansatzweise wertvoll ist, wie viele Diamanten, wie viel Eisen, wie viel Gold, wie viele seltene Sachen, wie viele OP-Gaps. Ich werde bald Nacht einbrechen und es geht los. Bin ich leise? Wenigstens kündigt er das in einem Video an, ganz normal heute. Das ist wirklich ganz normal heute. Ja, ist auch egal. Okay, was ist denn hier passiert? Junge, der schlägt das Fenster ein, als wäre Omas Mutti unterwegs. Aber drinnen schleicht er rum. Du Hurensohn, verpiss dich, sonst hol ich die Polizei. Nein, und ich hab Curse of Binding auf der Hose. Ja, die Minecrafter wieder, wa? Ja. Ich baue hier einen Dirt ab. Du bist armselig, du hast angefangen, da hinten deine Tapete zu knabbern. Nein, was? Kevin, hast du wieder an der Tapete geknabbert? Ja, und, aus! Was geht hier ab? Ein bisschen komisch. Wer ist denn seine Tapete? Was geht hier ab? Oh ja. Habe ich auch gerade eins gemacht, falls es nicht mitbekommen habt auf meinem Cartoon-Kanal. Ey, Mann, ich bin übel lost, aber ich frage einfach, ist es der Hogwarts Express? Hallo, Freunde! Oh, what the fuck? Ey, kein Stress, ist ein Run. Junge, was ein geiles Schloss oder whatever. Boah, guck mal, wie schön das ist. Shut up. Ich will einer von den roten kleinen Zauberern sein. Einer von den roten Astronomie-Turm, kleinen Zauberern sein. Die Bibliothek und die Gewächshäuser. Ich glaube, Girls, die Einsen schreiben in Bio- und Deutschunterricht, die wollen so sein wie Hermine. Lästert die über mich, ihr Pisser, ha? Huh? Hermine, shut up. Hast du ein Problem mit mir? Lass gut sein. Schau mir in die Augen. Levioso. Wow. Warum ist er ganz leise? Bitte nicht, Hermine. Fucking nee, ist Harry nicht. Potter. Der quatscht immer noch. Das ist Voldemort. Was macht der dort? Pokus, Pokus, Pokus. Alter, cooler Spruch, Bro. Wie cool der Zauberstab leuchtet. Aber ey, er hat funktioniert, es ist was passiert. Ja, Junge, kann man den mal jemand irgendwie treten oder so? Irgendwer mal Dropkick geben? Kann mal jemand treten? Ja, das ist Hogwarts 2024. Super. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, shit. Super. Alter, was ist das für ein Einstieg? Schon Gänsehaut. Boah, ich muss krank pissen, Alter. Boah, meinte ich, kann jetzt kurz gehen und verpasse nicht allzu viel. Also der Kampf ist schon mal wirklich 1:1 bei Harry Potter, so richtig eben. Das ist das Einzige, was mich bei Harry Potter am letzten Film so gestört hat. Ich fand den Film eigentlich an sich cool. Bloß der finale Kampf, der war echt so total lahm, Alter. Zwischen Harry und was Voldemort. Was sagst du jetzt, hä? Warum die Wand kaputt machen? Das sind doch alles Kosten, Bro. Da muss jetzt ein Handwerker bezahlt werden, toll. Ziemlich beste Freunde. Antonio, warum geht der Film nicht los? Junge, ich hau dir so auf die verdammt, sorry, läuft der Film schon? Ich warte auf dich, du bist irgendwie abgelenkt. Ach so, das liegt an meinem neuen Gaming-Laptop von Asus, dem ROG Zephyrus G16. Wie findest du das neue Design? Die LEDs sind sogar individuell einstellbar. Das revolutionäre Slash. Ich finde es immer frech, dass man Gaming-Laptops nennt. Ich hatte schon mal einen, ich bin drauf reingefallen, zweimal sogar. Ich dachte, Gaming-Laptop, geil, so wie ich es richtig ab.
zocken, Alter. Abzocken hört sich auch so falsch an. Aber irgendwann werden die einfach zu heiß, irgendwas geht kaputt, es brennt durch. Bei meinem erstes passiert, dass einfach die Boxen durchgebrannt sind, die haben dann nicht mehr funktioniert. Und mein zweiter, weiß nicht, der ist irgendwie ständig ausgegangen. Wollen wir nicht weiter? Habe ich dir schon von der Gaming-Performance erzählt? Nvidia RTX 4090 kombiniert mit dem Intel Ultra 9 Prozessor. Was sagst du dazu? Okay, aber was ist mit dem... Mit dem Display? OLED, 240 Hertz und unglaubliche 0,2 Millisekunden Reaktionszeit. Aber ehrlich gesagt, nur Nummer 1 sein. Du willst wissen, was ich zocke? Dank des Xbox Game Passes kann ich fast alles spielen, was ich will. Den gibt es beim Kauf des Laptops einfach 3 Monate lang gratis. Da staunt ihr was? Und durch das minimale Gewicht ist er auch noch super für unterwegs geeignet. Game Pass in Steam, das wäre geil. Da könnte man viele Spiele testen. Ich bin eher so, ich will die gekauft haben. Game Pass war für mich immer nur zum Testen. Wenn ihr auch Interesse an meinem neuen Laptop habt, dann checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann, wenn du weiterspielen willst, wow, ich muss schon echt zugeben, der ist schon ziemlich geil. Aber können wir jetzt bitte Euro, Alter. Starten? Dafür kann ich mir besseren PC zusammenstellen. Mach ich. Sag es doch gleich. Ziemlich beste Freunde. Okay, ja, cool. Ich find Laptops auch geil. Allein schon zum Arbeiten oder wenn man unterwegs mal was machen will oder so schnell, ja. Was ich auch öfter mache am Laptop, ich habe auch einen mit Touch, da kann ich schon, wenn ich neue Cartoons plane, kann ich so ein paar Vorzeichnungen machen und so, damit ich es nicht vergesse, weil manchmal reicht es in Textform nicht, da muss ich mir das zeichnen, damit ich mir merken kann, wie ich mir das geplant habe. Dafür finde ich es praktisch, aber so zum Zocken richtig. Ah, so kleine Spiele wie Stardew Valley, okay, die sind in Ordnung, aber so was Richtiges wie God of War, ich glaube, auf ewig würden die das nicht mitmachen. Wenn du da Vaseline oder Honig gesagt, oder Babylotion reinschmierst, du kannst das Ding nicht ficken. Trust. Ich glaube nicht, dass das Flutschwurst-Spielzeug gut gibt. Aber ich würde euch ein Review geben. Na, dann leg mal richtig los. Ja, die haben auch keine 2000 Euro gekostet. Scheiße. Hiermit verurteile ich sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu Sozialstunden. Sag mal, haben wir noch irgendeinen Rentner hier, um den er sich kümmern kann? Ja, mein Freund. Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht, dass du mich in irgendeiner Form belästigst, mich irgendwie missbräuchlich behandelst. Gut, das wäre mir wichtig. Küss mich. Nee, das finde ich das, eh. Er sagt gerade nicht missbräuchlich behandeln und er sagt küss mich. Das war, oh mein Gott, mit Zunge ist crazy. Man merkt, du hast richtig spröde alte Lippen. So, das dann machen wir jetzt mal ein bisschen köln-unsicher hier, oder? Mir ist kalt. Kann ich deinen Hoodie haben? Auf keinen Fall. Bro, das sieht aus, als wenn ich mit meinem Opa essen bin. Als Maul. Weil die ganze Familie Angst hat, dass der im nächsten halben Jahr stirbt. Kannst du mir das bitte schneiden? Nicht so große Stücke. Und hier den Fettrand mal abschneiden, bitte. Hör auf, wie anzuspucken, oder ich hau dir einfach in die Fresse in-game. Alter, ist Viertel vor drei, ich kann noch ein Bier trinken. Jetzt ist Viertel weg. Drei. Schön rein in den fetten alten Schädel. Der ist voller Bier, wie dumm bist du denn? Vorsichtig, bitte. Ey, heute ist ein guter Tag für mich. Boah. Danach geht's mit der Dame ins Kino und im besten Fall lasse ich mich heute Abend noch mal richtig dreckig abpumpen. Ohne Was du? Mich abpumpen, mich abmelken. Uiuiui. Ah, ja, läuft bei dir. Wie ist das so im Altersheim? Wird da noch gepoppt oder ist das durch das Leben? Noch gepoppt? Oh mein. Ja, das ist unbedingt eine Frage, die man beantwortet haben möchte. 17 bis 18 Uhr, wenn der Zivi da ist und dich stützen kann. Es war schön mit dir. Walla, du stinkst mies aus dem Maul. Ich weiß nicht, ob ich ins Altersheim mal möchte. James Bond. Hallo? Ich walkie-talkie. Sehen Sie die Zielpersonen an den Laptop? Ja. Das ist Abonnent. Bekannt dafür, mit Gewinnspielbetrug Leute hinters Licht zu führen. Deine Mission lautet, ihn zu überführen. Das ist ein richtig geiler Auftrag. Ding ist, kann man ein Altersheim zwingen, wenn man absolut nicht möchte? Auftrag. Das ist echt eine gute Tarnung. Hallo? Da ist er! Sollmecke? Was macht der da? Ich bin eigentlich gar nicht so arm, wie jetzt alle denken. Sollte ich jetzt auch einfach auswandern nach Eastie oder was auch immer. Sag mal, was Phase ist. Der hat seine Community verarscht. Mann, immer dieses dumme Niesen. Ich komme nicht so mit der Waffe klar. So wie du die auch hältst, ist egal. Oh mein Gott. Ey, sorry, Mann. Oh, was für ein geiles Ohrenpiercing. Das erinnert so an South Park. Der sah Mr. Grabison viel ähnlicher als den Original Trump gerade. Oh, und jetzt habe ich euch nämlich. Es gibt bei mir nichts zu beschuldigen. Aber es gibt heute was zu gewinnen, ja? Oh, okay. Für 2 Personen ein Reisegutschein im Wert von 1200 Euro, Leute. Wow! Wo will der das Geld hernehmen? Alter, das ist ja fantastisch. Das ist ja ein Traum. Geil, ey. Geil.
Nein! Oh, ich bin ganz kurz ganz doll gefreut. Wie hat der schlaue Fuchs es mal wieder geschafft, alle auszutricksen? Ja, ich finde den Auftrag ein bisschen schwer, muss ich sagen. So wie er ihn auch ausgeführt hat, natürlich ist es dann schwierig. Vor allem so, wie er mit der Waffe umgegangen ist. Okay, das war echt funny. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.